Ja, das klingt überhaupt nicht nach Einigung. Dazu möchte ich jetzt sprechen mit Thorsten Schulten, ein Düsseldorf. Er ist Tarifexperte und wird uns hoffentlich helfen, das Ganze einzuordnen. Also die Bahn sagt, sie wolle verhandeln. Die Gewerkschaft sagt, die Bahn ist abgereist und will nicht verhandeln. Wir bräuchten Sie jetzt mal so als eine Art Schiedsrichter, Herr Schulten. Wer ist denn der Blockierer der Ware? Na, ich denke, erstmal ist immer derjenige der Blockierer, der nicht verhandelt. Und in der Tat kann ich in dem Punkt die Argumentation der Gewerkschaft EVG nachvollziehen. Sie hatten eigentlich für heute einen Verhandlungstermin. Die Arbeitgeber haben jetzt gesagt, nö, den nehmen wir nicht wahr. Also besser, ich denke, reden ist immer besser als nicht reden. Die Arbeitgeber reden nicht, also sind sie in dem Punkt auch die Blockierer, würde ich sagen. Aber die Gewerkschaft hat ja ein Angebot vorliegen. Dazu sagt die Bahn wiederum, sie bewegen sich da 0,0. Das ist natürlich auch sehr einfach, sich hinzusetzen und immer auf neue Angebote zu warten. Ja, das ist richtig, aber man muss sich natürlich das Angebot mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben ja auch schon eine Reihe von Abschlüssen in dieser Tarifrunde erlebt, zum Beispiel bei der Post im öffentlichen Dienst. Als der Abschluss im öffentlichen Dienst getätigt wurde, da hat die Bahn selber gesagt, das könnte doch auch eine Orientierungsmarke etwa für den Abschluss bei der Bahn sein, weil es geht ja auch um ein öffentliches Unternehmen. Und wenn man sich jetzt aber konkret zum Beispiel mal das Angebot vergleicht, was die Arbeitgeber gemacht haben mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, dann sieht man, dass es insbesondere für die unteren Lohngruppen, für die es ja diesmal jetzt angesichts der hohen Inflationsraten wirklich drauf ankommt, für die Gruppen ist das Angebot doch deutlich schlechter als das, was im öffentlichen Dienst abgeschlossen wurde. Und vor dem Hintergrund denke ich, wenn der öffentliche Dienst da einen Maßstab gesetzt habe, dann sollte der auch bei der Bahn seinen Niederschlag finden. Die Bahn selber sagt, das kostet sie 2,5 Milliarden Euro. Das Angebot, was sie jetzt vorgelegt haben, hat die Bahn das Geld denn? Ja, ich meine, das ist, die Bahn hat große Probleme. Das erleben wir alle als Reisende. Das erleben wir sozusagen tagtäglich. Und dieses Problem heißt vor allen Dingen auch, ausreichend gutes, qualifiziertes Personal zu bekommen. Wir sehen angesichts der demografischen Entwicklung, dass die Bahn perspektivisch wirklich Probleme hat, ihre Dienste regeln zu können. Und um hier eine Lösung zu finden, bedarf es attraktiver, guter Arbeitsplätze und dazu gehört auch eine entsprechende Belohnung. Und von daher wäre es sicherlich ein schlechtes Signal, wenn der Abschluss bei der Bahn jetzt hinter dem zurückbleiben würde, was etwa in anderen vergleichbaren Bereichen bezahlt werden würde. Ja, und hinter der Bahn steht natürlich am Ende der Steuerzahler. Also wir alle brauchen ein gutes öffentliches Verkehrswesen, eine gute öffentliche Bahn. Und vor dem Hintergrund müssen wir alle dafür dann am Ende auch bezahlen. Dieser Wunsch nach Ausgleich der Inflation, den die Gewerkschaft ja hat, also sozusagen ein bleibender Reallohn, halten Sie das denn für realistisch? Weil das hört sich doch sehr viel an, 12%. Naja, ich kann ja nur sagen, wenn man es vergleicht mit dem, was zum Beispiel in anderen Bereichen jetzt schon vereinbart wurde. Wir haben zum Beispiel im öffentlichen Dienst in den unteren Lohngruppen Lohnerhöhungen von bis zu knapp 17%. Und natürlich, es ist, glaube ich, sozusagen im sozialen Interesse der Beschäftigten, gerade diejenigen, die wenig Einkommen haben, die leiden ja am höchsten unter diesen hohen Inflationsraten. Das ist ja auch der Hintergrund, warum die Gewerkschaften für diese unteren Lohngruppen gerade in der jetzigen Runde eine besonders hohe überdurchschnittliche Lohnerhöhung haben wollen. Und das ist sozial vernünftig, das ist aber auch volkswirtschaftlich vernünftig. Wir haben jetzt die Konjunkturzahlen gerade gesehen. Es deutet sich doch immer mehr an, dass es tatsächlich eine Rezessions-, eine Krisengefahr gibt. Und um dem entgegenzusteuern, müssen wir natürlich auch versuchen, dass die Konjunktur nicht völlig abschwächt, dass auch die private Konsumnachfrage nicht völlig abspricht. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr wohl auch sinnvoll, dass die Beschäftigten zumindest mal einen annähernden Inflationsausgleich realisieren können, damit die Nachfrage da nicht noch weiter einbricht. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Hat man nur den Eindruck oder sind diese Bahnkonflikte irgendwie die härtesten der Tarifkonflikte? Ich erinnere noch an die Zeit von Klaus Wieselski, der ja nun nicht mehr da ist. Aber wieso ist es bei der Bahn immer so beinhart? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Eindruck täuscht vielleicht auch insofern ein bisschen. Ich meine, klar, von dem Bahnkonflikt sind wir alle betroffen. Weil wenn die Bahn streikt, dann ist es klar, dann sind wir alle leiden darunter. Und das ist nun mal leider in diesem Rahmen auch gar nicht anders möglich.
als wenn man einen Arbeitskampf macht, dass dann auch wir als Kundinnen und Kunden davon betroffen sind. Ja, man würde sich wünschen, aber wie gesagt, zu der Einigung gehören ja immer zwei Seiten. Und in anderen Branchen waren die Arbeitgeber klüger. Da haben sie direkt kompromissfähige Angebote vorgelegt, die dann auch verhandelt werden konnten. Hier geht die Bahn jetzt so scheibchenweise, wir haben das eben gehört, das dritte Angebot. Ja, man fragt sich ja, warum haben sie nicht direkt beim ersten Mal ein vernünftiges Angebot gemacht? Also von dem Hintergrund, ich glaube, da gehören beide Seiten zu. Und der Bahnvorstand ist da offensichtlich auch nicht der geschickteste im Verhandeln solcher Tarifauseinandersetzungen. Herr Schulten, herzlichen Dank für Ihre Einordnung. Danke Ihnen. Dankeschön.